Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Herrin, wir sind Illidans Spur wie befohlen nach Osten gefolgt. Aber diese seltsamen Inseln sind auf keiner unserer Karten verzeichnet. Das habe ich vermutet. Die Inseln scheinen erst kürzlich erschienen zu sein. Wie kommt ihr darauf? Die Ruinen um uns herum, Naisha. Ich erkenne sie. Das war einst die große Stadt Suramar, die erbaut wurde, bevor unsere Zivilisation vor Zehntausenden von Jahren im Meer versank. Aber wie kann... Wollt ihr sagen, diese Inseln wurden vom Meeresgrund emporgehoben? Möglich. Doch es gibt nur noch wenige Mächte auf der Welt, die Inseln aus der Tiefe heben können. Aber dieses Rätsel lösen wir später. Gehen wir ins Landesinnere und schlagen ein Lager auf. Danach verfolgen wir Illidans Fährte weiter. Hier, Schwestern, errichten wir einen Stützpunkt, damit wir die Jagd nach Illidan fortsetzen können. Gut, gucken wir mal, ob das Spiel jetzt deutlich besser läuft. Ich habe mir die letzten Tage eine neue SSD geholt, die ich rein für Spiele nehme, die ich aktuell aufzeichne. Und bis jetzt sieht es deutlich flüssiger aus. Der Ladebildschirm eben war auch nur ein Viertel der Zeit. Also wir sollen Illidan finden. Was haben wir denn hier? Gegenstände zu kaufen. Bauen wir doch mal ein. Jägerhalle ist zum Forschen. Ja, wir brauchen eine Jägerhalle, okay. Ach, wir haben eine. Sorry. Turm des Wunders haben wir auch. Gut, ich hätte mir erstmal die ganze Karte angucken sollen, bevor ich hier drauf losbaue. Gut, aber Brunnen kann ich definitiv bauen. Gut, wenn das Ding jetzt ausgebaut ist, bauen wir erstmal hier ein paar Uhrturmgeschütze. Obwohl, hier ist es doch fertig. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Ausbau abgeschlossen. Gut, das Ding ist ausgebaut. Nehmen wir erstmal hier ein paar Irrwisch, den kann er hier mal forschen. Thank you.
Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Ich denke mal, das müsste genug am Dev sein, wenn ich dann hier alle... Bierstück müsste definitiv reichen. Ich hab's mir nämlich fast gedacht. Wir wissen nicht, was diese Kreaturen im Schilde führen. Es ist mehr Holz erforderlich. Euer Gebäude ist fertig. Gebäude ist fertig. Ich muss, glaube ich, noch ein paar. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ja, das haben wir denn hier an Truppen? Nehmen wir erst die ersten 12. Gut. Gehen wir ein bisschen erforschen. Ein Ork. An ihm haftet Dämonengestank. Seid unbesorgt, Fremde. Dieser alte Wanderer hegt keinen Groll gegen euresgleichen. Ich bin Draktul, einst mächtiger Hexenmeister des Sturmreiter-Clans und jetzt der letzte meines Stammes. Was macht ihr hier? Verzeiht, doch mich plagen rastlose Geister. Sie verfolgen mich Tag und Nacht seit bald 20 Jahren. Wenn ihr sie für mich zum Schweigen bringt, erzähle ich euch meine Geschichte. Ich denke darüber nach. Wie kommen wir da drüben hin zu den Geistern? Können wir hier lang? Forschung abgeschlossen. Oh. Okay, hier können wir nichts machen. Dann gehen wir ein bisschen weiter scouten.
verschlossen. Sie, Schwestern! Nachtelfen. Ja, das wird abgehauen. Namen der Kaiserin. So, hier war ja der Typ. Goblinhafen? Abgeschlossen. Baut mehr Mondbrunnen. Okay, das ist mal was Neues, dass man mit Schiffen hier umherfährt. Mit den Lufteinheiten, das habe ich ja schon kennengelernt. Müsste man ja auch hier von Land zu Land gehen können. Müssen die Geister sein, die der alte Ork erwähnt hat. Sie scheinen ihre letzte Schlacht immer wieder zu durchleben und sind so brutal und blutrünstig, wie sie es im Leben auch waren. Komm, lassen wir die mal kurz stehen, die kämpfen ja eh so ein bisschen gegen sich. Gut, geht doch.
Die Toten werden euch nicht mehr plagen, alter Ork. Hab Dank, Fremde. Nun hört meine Geschichte. Vor fast 20 Jahren hob der große Hexenmeister Gul'dan diese Inseln aus der Tiefe. Er wollte die uralte Gruft öffnen, in der sich die Überreste des dunklen Titanen befanden. Ihr spricht von Sargeras, dem Schöpfer der Legion. Eben dem. Vor Äonen nach Sargeras Niederlage wurden seine Überreste in einer unterseeischen Gruft eingeschlossen. Gul'dan glaubte, die Macht des dunklen Titanen würde auf ihn übergehen, wenn er die Gruft öffnete. Als Strafe für seinen Hochmut wurden er und der Rest unseres Clans von rasenden Dämonen in Stücke gerissen. Seither ziehe ich über diese Inseln und werde von den Geistern meiner ermordeten Kameraden heimgesucht. Eure Geschichte ist so fesselnd wie entsetzlich, Draktul. Ein Jammer, dass eure Geister verstummt sind. Für das, was ihr hier entfesselt habt, verdient ihr Schlimmeres als ihre Gesellschaft. Alles klar. Neuen Gegenstand. Hier noch eine Heilschütze. Gehen wir kurz in die Festung. Und ich werde mal die Schiffe hier ein bisschen vorbereiten. Majev, gehen wir hier oben hin. Kann ich hier so ein paar Schiffe voll machen. Baut mehr Mondbrunnen. Ah, wir brauchen Brunnen, okay. Hier können wir nicht bauen. Ja, drei Brunnen, passt doch. Nehmen wir hier fünf. Wir bleiben als Standdev. Wir gehen schon mal hier rein. Ja, da brauchen wir noch mehr Bogenschützen. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Gehen wir wieder Holz sammeln, dann können wir hier noch ein bisschen forschen. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Guck ich mal, dass ich hier drei Schiffe vollkriege und dann machen wir noch mal einen kleinen Angriff. Forschung abgeschlossen.
Euer Gebäude ist fertig. Mal sind die wieder hochgeheilt, das passt auch. Ah, die sind voll, die sind voll. Ach komm, das müsste doch eigentlich schon reichen. Dann sammeln wir mal Maiev ein. Und fahrt mal hier hin. Wir müssen dort oben hin. Können die hier ausladen? Ja. Erstmal alles angreifen, was sich wehren kann. Wie hier der Verteidigungsturm. Hier ist eine Sünde an der Natur. Oh, komm, zieht hier komplett auf das Haus durch. Geht doch. Endlich! Das Grabmal des Sageras ist gefunden. Ihr, meine treuen Diener, bleibt hier und bewacht den Eingang. Wenn die elende Wächterin diese Insel erreicht hat, versucht sie gewiss, uns zu folgen. Illidan, ich wusste, wir würden ihn finden. Wir müssen uns an den Naga vorbeikämpfen, um ihm zu folgen. Vor langer Zeit haben wir Illidan unter der Erde eingesperrt. Und das werden wir wieder tun. Alles klar, jetzt müssen wir uns hier ins Grabmal reinkämpfen.
Unsere Krieger greifen den Feind an. Naga hier zu töten war jetzt nicht schwer. Beeilung, Schwestern! Wir müssen Illidan um jeden Preis aufhalten! Gut, dann haben wir die heutige Folge geschafft. Bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.